Das Huawei Mate 30 Pro ist das erste Smartphone, welches die schmerzhafte Bekanntschaft mit dem US-Embargo machen muss. Soll bedeuten, ein Android-Flagship ohne Google-Dienste und Anwendung. Doch geht das überhaupt? Dieser Test beschäftigt sich also nicht nur mit der durchaus beeindruckenden Hardware des Mate 30 Pro, sondern auch mit den fehlenden Google Mobile Services und wo Probleme auftauchen, wenn man diese nachträglich installiert. Das Huawei Mate 30 Pro ist, wenn auch nur in limitierter Auflage, nach fast 3 Monaten Wartezeit in Deutschland für 1099 Euro angekommen. Ohne Google-Dienste und den typischen Anwendungen wie Gmail, Maps oder dem Google Play Store. Das wird mit Sicherheit bei einigen zu Problemen führen, wenngleich sich diese nachträglich installieren lassen. Doch dazu unter dem Punkt Software später mehr. Jetzt wollen wir doch erst einmal die Hardware begutachten. Unser Modell stammt von Trading Shenzhen, vielen Dank an dieser Stelle, wo auch anders als im Mediamarkt nicht nur Space Silver, sondern alle 4 Farben zur Verfügung stehen. Wir haben uns für Emerald Green entschieden. Die Verarbeitung beim Mate 30 Pro ist gewohnt perfekt. Keine scharfen Kanten, eine hervorragende Haptik und auch optisch macht das rechts und links abgerundete Horizon Display einen großartigen Eindruck. Auf der Rückseite gibt es im unteren Bereich eine leichte Maserung, die für einen guten Grip sorgt. Ansonsten dominiert die sogenannte Super Sensing Cine Kamera, die vermutlich mit dem Halo Ring und dem separat platzierten Dual LED Blitzlicht die Optik einer echten Kamera simulieren soll. Oben befindet sich ein IR Blaster zum Steuern der HiFi Anlage oder dem Fernseher und eine Öffnung für das zweite Mikrofon. Unten im Übrigen, wie auch die Oberseite plan gehalten, gibt es den SIM-Slot für 2 Nano-SIM oder eine Nano- und eine Huawei-eigene NM-Speicherkarte, das Hauptmikrofon, der USB-Type-C-Port und die Bohrung für den Mono-Lautsprecher. Eine 3,5 mm Audiobuchse sucht man beim Mate 30 Pro genauso vergebens wie physische Lautstärketasten. Ja, richtig gehört. Huawei nutzt im Mate 30 Pro das sogenannte Side-Touch-Control. Wer also die Lautstärke verändern will, muss links oder rechts seitlich 2-mal gegen das Display klopfen, um dann schnell die Lautstärke zu regulieren. Das funktioniert natürlich im gesperrten Zustand nicht, was dabei zu gewissen Frust führen kann. Positiv hingegen ist zu erwähnen, dass die Side-Touch-Funktion ähnlich wie bei dem Asus Republic of Gamers Phone 2 zum Spielen verwendet werden können und so die Schultertasten eines Controllers simulieren. Bleibt also nur noch auf der rechten Seite die gut positionierte Power- und Standby-Tasten im markanten Rot, die weit nach unten wandern musste, da das Glas des Ultra-Curved-Display im 88-Grad-Winkel über den Rand ragt. Entgegen viel Kritik meiner Kollegen, ich finde es geil, zumindest optisch. Und da sind wir auch schon bei dem sogenannten 6,53 Zoll großen OLED Horizon Display mit Endless Screen gelandet. Es bietet eine Auflösung von 2400x1176 Pixel bei 409 ppi, was zum Vorgänger mit 3120x1440 Pixel bei 538 ppi schon ein kleiner Rückschritt ist. Der Kontrast, die Blickwinkelstabilität und die satten Farben überzeugen. Wem die seitliche Anzeige nicht gefällt, kann sie wie die obere Notch mit schwarzen Balken tarnen. Stört die seitliche Anzeige im täglichen Gebrauch? Nein. Mir ist in der Tat nur bei der Nutzung der Kamera eine Fehlfunktion aufgefallen. Das liegt aber an dem zusätzlich und seitlich positionierten Auslösebutton im Display. Denn dieser erkennt automatisch den seitlichen Handkontakt und sperrt damit automatisch alle anderen Tasten. Hier bedarf es noch ein klein wenig Feintuning seitens Huawei.
Erwähnenswert wäre noch, dass Huawei nicht dem aktuellen Trend der Mitbewerber folgt und die Bildwiederholungsfrequenz auf 90 oder 120 Hertz erhöht. Es bleibt bei 60 Hertz. Das Mate 30 Pro bietet keine Benachrichtigungs-LED. Dafür gibt es ein Always-On-Display, das auch einige Designs und Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Unter dem Displayglas befindet sich ein schneller und zuverlässig arbeitender Fingerabdrucksensor. Oben in der Notch befindet sich eine 32 Megapixel Frontkamera mit einer Blende von 2.0, ein 3D-Tiefen- und ein Gestensensor. Mit dieser lässt sich das Smartphone nicht nur erstaunlich schnell und auch im Dunkeln gut entsperren, sondern kann auch zur Gestensteuerung vor dem Display, wie beispielsweise das Scrollen, verwendet werden. Die Hauptkamera auf der Rückseite nennt Huawei Super Sensing Cine Kamera und besteht aus vier Kameras. Zwei 40 Megapixel Weitwinkelkameras mit einer Blende von 1.6 und 1.8, einer davon mit optischer Bildstabilisierung. Weiterhin finden wir in dem Halo Ring ein 8 Megapixel Teleobjektiv und eine 3D Time of Flight Tiefenkamera. Das Teleobjektiv bietet eine Blende von 2.4 und wird für den dreifach verlustfreien, fünffachen Hybrid- und 30-fachen digitalen Zoom mit einer optischen Bildstabilisation unterstützt. Mit zunehmender Vergrößerung lässt die Qualität rapide nach. Der 30-fache Zoom sollte also eher als Gimmick als eine brauchbare Einstellung angesehen werden. Standardmäßig nimmt die Kamera des Mate 30 Pro Fotos mit 10 Megapixel auf. Auch Huawei bedient sich dem Pixel Binning und macht aus 4 einen Pixel. Es gibt an den Ergebnissen der Fotos nichts zu bemängeln. Kontrast, Details und auch die Unschärfe überzeugen auf ganzer Linie. Dazu zählen auch die Nacht- bzw. Lowlight-Aufnahmen. Selten, dass es den üblichen Pixelmatsch gibt. Man sollte natürlich wissen, dass das Ergebnis unnatürlich aufgehellt wird. Natürlich bietet auch das Mate 30 Pro Aufnahmen im RAW-Rohdatenformat zur nachträglichen Bearbeitung am PC. Auch bei Videoaufnahmen kann das Mate 30 Pro mit maximalen 4K und 60 Frames per Second überzeugen. Und das auch bei Nachtaufnahmen mit einer tollen Bildstabilisierung. Der Clou ist natürlich mit Sicherheit die erstmalig in einem Smartphone mögliche 256-fache Ultra-Zeitlupe. Diese bietet mit maximalen 7680 Bildern pro Sekunde komplett neue Einsicht in unseren Alltag, wie unser Beispiel mit dem Feuerzeug demonstriert. Das Huawei Mate 30 Pro wird mit einem HiSilicon Green 990 Octa-Core-Prozessor ausgeliefert. Als Speicher steht dem deutschen Modell 8 GB LPDDR4 RAM und 256 GB interner UFS 3.0 Speicher zur Verfügung. Dieser lässt sich mit der hauseigenen Nano Memory, kurz NM-Card genannt, bis zu 256 GB erweitern. Bei Trading Shenzhen gibt es auch noch eine Version mit 128 GB und ein 5G-Modell mit 512 GB internen Speicher. Der Prozessor des Huawei Mate 30 Pro ist schnell und macht zu keinem Zeitpunkt Probleme. Weder beim Scrollen, Öffnen einer Anwendung oder dem Spielen. Ein Benchmark-Test hat die Kirin 990 sogar einen Tick vor dem Snapdragon 855 Prozessor gesehen. War euch der Test bereits jetzt schon zu lang? Dann wird es Zeit für eine kurze Pause, denn das Thema Software wird aufgrund des US-Embargos ein wenig Zeit beanspruchen. Von daher holt euch was zu trinken und wir schalten Werbung von Hendingo, eurem Spezialisten für B-Ware. Und da sind wir auch schon wieder. Das Huawei Mate 30 Pro ist nun tatsächlich das erste Smartphone, das unter dem US-Embargo durch Präsident Trump leiden muss.
Wir heißen, das Smartphone kommt zwar mit Android 10 und Emotion UI 10, jedoch ohne Google Services und Anwendung. Ich habe mich tatsächlich der Herausforderung mit dem Amazon App Store und der Seite APK Mirror gestellt. Denn die vorinstallierte Alternative, die Huawei App Gallery, ist zum jetzigen Augenblick noch nicht zu gebrauchen. Also habe ich mich mit Hilfe der Kollegen von dem Huawei-Blog die Google Services über den USB-Stick nachträglich installiert. Doch wie ich schnell feststellen durfte, geht auch dann nicht alles so wie früher. Klar, dass Google Pay nicht geht, war bereits im Vorfeld klar. Doch bei mir funktioniert weiterhin nicht die automatische Kontaktesynchronisation. Der Haken ist einfach bei den Einstellungen nicht vorhanden. Auch meine Google Smartwatch machte mit dem Mate 30 Probleme. Zwar lässt sie sich über die Wear OS Anwendung verknüpfen und auch synchronisieren, doch Google Konten lassen sich nicht einrichten. Ein weiteres Manko ist, dass ich keinen Third-Party-Launcher wie der Nova Launcher zum Beispiel nutzen lässt. Die Installation ist an sich kein Problem, doch er lässt sich nicht dauerhaft als Standard einrichten. Dabei sei erwähnt, dass es sich hierbei um ein chinesisches Modell handelt. Ich habe gehört, dass bei dem Mediamarkt-Modell dieses Problem nicht vorhanden sei. Huawei verbaute im Mate 30 Pro einen Akku mit einer Kapazität von 4500 mAh. Das ist nicht ganz so viel wie im Xiaomi Mi Note 10, bringt aber im Grunde den Effekt, den ich vom Xiaomi Smartphone erwartet hätte. 2 Tage Laufzeit sind auch bei der stärkeren Nutzung durchaus möglich. Ein 40 Watt Supercharge-Netzteil liegt dem Smartphone ebenfalls bei. Auch die bereits bekannten Features wie kabelloses Laden mit 27 Watt und das Reverse Charging mit anderen Qi-fähigen Smartphones erledigt das Mate 30 Pro spielerisch. Pro und Contra. Pro: gelungenes Design, Top Leica Quad-Kamera, sehr schnelle biometrische Entsperrfunktion. Contra: Lautstärkebedienung, der Mono-Lautsprecher mit schlechter Qualität, fehlende Google Mobile Services, Speichererweiterung nur mit der hauseigenen NM-Card und demzufolge natürlich der hohe Preis. Das nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützte Huawei Mate 30 Pro ist erneut der Repräsentant, was aktuell technisch mit einem Smartphone möglich ist. Schnellster Prozessor, langlebiger Akku und eine Quad-Kamera, welche erneut in der Smartphone-Branche neue Maßstäbe setzt. Das fast um 90 Grad um die Seiten ragende Horizon-Display mit virtueller Lautstärkenregulierung und der Gestensteuerung vor dem Display ist mit Sicherheit ein wahres Design-Highlight. Leider musste demzufolge auch die Lautstärketaste, ein guter Stereo-Sound, eine 4K-Auflösung oder eine höhere Bildwiederholungsfrequenz fernbleiben. Den Todesstoß für das sonst perfekte Huawei Mate 30 Pro erteilt jedoch die USA mit dem Embargo. Es gibt keine Google Services und auch der Play Store und andere Anwendungen fehlen auf dem Smartphone komplett. Auch das nachträgliche Installieren stellt den Anwender immer wieder vor Hindernisse. Für 1099 Euro ist das schlichtweg nicht akzeptabel. Bleibt dem Unternehmen nur zu hoffen, dass Google so schnell als möglich die beantragte Ausnahmelizenz erhält. Denn Huawei hat mit dem Mate 30 Pro im Grunde fast alles richtig gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und es vielleicht auch über Twitter, Google Plus oder Facebook zu teilen, damit andere auch etwas davon haben.